Hallo ihr Lieben, heute geht's um Zahngesundheit beim Hund. Zähneputzen, Zahnprophylaxe, Reinigung, was kann ich tun? Es geht um Zahngesundheit beim Hund. Ich habe meinen Hund wieder mitgebracht, die kleine Ella. Und die hat im Moment noch, weil sie so schön jung ist, relativ weiße Zähne. Seht mal, so soll das natürlich erhalten bleiben. Hier ist tatsächlich schon ein bisschen Zahnstein. 2 Jahre, vielleicht habe ich nicht gut genug geputzt. Was kann ich tun, um meinem Hund davor zu bewahren, noch mehr Zahnstein zu entwickeln? Erstmal muss man sagen, dass nicht jeder Hund Zahnstein bekommt. Das ist rasseabhängig ein bisschen. Das ist Futter manchmal abhängig und das ist natürlich altersabhängig. Je jünger der Hund, desto weißer die Zähne. So ist das auch bei uns. Je jünger wir sind, desto besser sind meist noch die Zähne. Ich kann auch beim Hund die Zähne pflegen, also putzen. Das sollte ich aber tunlichst schon im Welpenalter beginnen, dass der Hund sich ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe eine ganz normale Zahnbürste mitgebracht und man kann Hundezahnpasta kaufen. Diese hier ist mit Hühnchengeschmack. Es gibt aber auch Fingerzahnpasta, Zahnbürsten. Das ist eine Fingerzahnbürste. Da würde dann die Zahnpasta aufgetragen werden. Und nach dem Fressen kann man mit einem feuchten Lappen das Maul des Hundes auswischen oder mit einer Fingerzahnbürste und der Zahnpasta putzen. Wenn der Hund lieb und brav ist, wenn man ihn danach wieder belohnt mit einer ganzen Kleinigkeit, funktioniert das. Erste Möglichkeit. Ich habe hier mal mitgebracht ein schönes Modell eines Gebisses eines Hundes. So sieht das sauber und strahlend aus. Und so sieht ein Gebiss aus mit einer Zahnfleischentzündung, mit Zahnfarbveränderungen, mit einem abgebrochenen Zahn und hier mit ganz viel Zahnstein. Das muss, wenn das vorliegt, das muss professionell behandelt werden, sprich, es muss eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt werden. Beim Hund macht das der Tierarzt. Der Tierarzt, der auch Zähne behandelt, das machen aber die meisten. Dazu braucht der Hund eine Beruhigungsspritze, eine kleine Narkose, denn es ist nicht zumutbar mit der Ultraschallmaschine, die sehr hohe Frequenzen hat, dass die das hören. Sie halten ohnehin nicht still und es ist auch ein bisschen unangenehm. Ich zeige eben mal in einem Bild, wie das aussieht, wenn ein Hund eine Zahnsteinproblematik hat. So stark und noch schlimmer können Zähne mit Zahnstein belegt sein. Und sie sollen natürlich so weiß werden wie die meisten von Ellas Zähnen. Das ist relativ einfach möglich. Man kann das erstmal manuell herunterholen oder man kann das, und das ist das, was dann erforderlich ist, mit einem Ultraschallgerät, einem professionellen Zahnreinigungsgerät entfernen. Hier ist ein Bildbeispiel, wie das im Schemabeispiel, wie das gemacht wird. Und so sieht das in Realität aus. Danach sollte es auch poliert werden. Man kann es auch mit Fluor noch bedecken, sodass der Zahnstein später nicht mehr so schnell wiederkommt. Es gibt allerdings Rassen wie Ella, die brauchen das einige Male im Leben. Es gibt Rassen, die das jährlich brauchen. Dazu gehört der kleine Chihuahua zum Beispiel. Die neigen stark dazu. Es scheint was mit der Speichelzusammensetzung zu tun zu haben. Es hat nichts mit der Pflege des Besitzers oder dem Futter zu tun. Die kurznasigen Rassen neigen dazu, weil die ein anderes Gebiss haben. Die haben nicht so ein schönes Scherengebiss wie das. Das Gebiss ist oft ein bisschen fehlgestaltet und der Selbstreinigungsprozess durch den Speichel der Zähne und durch auch Zahnfleischstrukturen ist nicht so einfach möglich. Diese Rassen müssen häufiger zum Tierzahnarzt. Was kann ich nun prophylaktisch tun? Es gibt neben der Reinigung mit der Zahnpasta und mit den Bürsten die Möglichkeit, auch Kaugerätschaften dem Hund anzubieten, zum Beispiel solche Kaustängelchen hier. Die sind mit Enzymen versetzt und diese Enzyme sorgen dafür, dass der Zahnstein etwas sich löst und dann abgeschluckt werden kann oder leichter weggeputzt werden kann. Es gibt Snacks mittlerweile mit entsprechenden pflanzlichen Inhaltsstoffen drin, die auch dafür sorgen, dass der Speichel
eine kurzzeitig eine andere Zusammensetzung hat, sodass das nicht so hält. Mein Hund frisst sowieso alles, aber der schmeckt auch dieses Zahnstängelchen. Es gibt auch die normalen großen Zahnkauknochen. Es gibt dann noch Gummibälle oder Ähnliches, die angeblich durch mechanische Massage des Zahnfleisches auch zur Zahngesundheit beitragen sollen, versprechen die Hersteller. Ob das immer so klappt, bin ich vorsichtig. Es wird auch viel gesagt, dass Knochen, also echte Rinderknochen, Markknochen zum Kauen geeignet sind, die Zähne zu reinigen. Die haben einen gewissen mechanischen Reinigungseffekt, allerdings haben die andere Nachteile. Sie können die Verdauung schlecht beeinflussen, sie können irgendwo hängen bleiben im Schlund oder im Kiefer oder. Also das ist eigentlich nicht das, was ich bevorzugen würde für meinen Hund, auch wenn es lecker ist. Im schlimmsten Fall, wenn das alles so nicht funktioniert, muss man dann halt den Tierarzt aufsuchen und die Zahnreinigung in Narkose durchführen lassen. Denn ein gesunder Zahnapparat ist genau wie bei uns auch für unsere Tiere sehr wichtig. Wie es bei der Katze ist, da ist es etwas anders, erzähle ich euch im nächsten Video. Schaut doch mal rein.